Am heutigen Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie sagen wir laut und deutlich, alle haben das Recht, sich frei zu entfalten. Niemand darf aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität Diskriminierung erfahren. Das ist noch immer keine Selbstverständlichkeit. Und auch in unserer Regenbogenhauptstadt Berlin führen Homo- und Transfeindlichkeit zu Ausgrenzung und Gewalt. Der Senat setzt sich für die Rechte, den Schutz und eine umfassende Teilhabe queerer Menschen ein, zusammen mit der Stadtgesellschaft. Ich danke allen, die sich in diesem Sinne engagieren. Aktuell zeigt die LSBTI-Community große Solidarität mit Geflüchteten aus der Ukraine. Es ist wichtig, dass auch queere Geflüchtete in Berlin Sicherheit und Unterstützung finden. Treten wir Vorurteilen, Diskriminierung und Gewalt klar entgegen. Stärken wir gemeinsam unser offenes und vielfältiges Berlin. Heute und an jedem Tag.